ja! So. Das hätten wir. Da ich nicht mehr weiß, welches Teil in welchem Grab liegt, weiß ich auch jetzt nicht, was wir zuerst finden. Diese Gräber beehren uns sehr gerne mit ein paar Rätseln. Wie ZB hier, welche Tür machen wir jetzt erstmal auf? Nur in einem ist was drin, was wir brauchen. In dem anderen Monster. Ich mache eh alle drei auf, weil ich wissen will, was dahinter ist. Dieser Stein sieht brüchig aus. Ich glaube, dahinter war auch ein Schalter. Aber nur einer war richtig. Nee, hier hinter war ein Viech. Habe ich mich gerade verjagt. Ach ja, das geht irgendwie immer. Warte mal. So, das Viech hatte jetzt eine Büste, die brauchen wir. Scheiße. Auf dem Hinweg beim ersten Mal geschafft. So geht's auch. So, hier Büste 1 geholt. Die Büste platzieren wir jetzt auf einem der Altare.
So. Die Büste, nicht die andere, die wir noch haben, für die Kammer der Untoten nieder. Jetzt brauchen wir Levitation. Oder auch nicht. Naja. Das hätten wir geklärt. Dieser Stein sieht brüchig aus. Auf Anhieb den Schalter gefunden. Egal. Dieser Stein sieht brüchig aus. Ich will trotzdem das Viech töten. So, was erwartet mich hier für ein Rätsel oder für eine Aufgabe? Also in diesen Tempeln nimmt das halt immer mehr Jump'n'Run oder Adventure-Züge an, das Spiel. Ja, Titanenangst, meins. Na endlich. Geile Waffe. Im Vergleich zu dem hier sieht das Ding nicht nur affengeil aus, sondern ist auch übelst stark. Und da drin war die Büste. Und hier werden jetzt Viecher rauskommen, wette ich. Woher wusste ich das? Warum habe ich eigentlich auf Anhieb die beiden richtigen getroffen? Alter. Geile Waffe. Vor allen Dingen sind die weitaus schneller als mein Hammer. Wie man sehen kann. Und jetzt weiter nach hier hinten. Viech, ich höre Viech. Mit meiner neuen Axt sollte das Ding kein Problem sein. Ein untotes Viech. Jo, das... Der hat den Titanenhammer. Das klären wir doch mal ganz auf die altmodische Weise. Oder auch nicht. F-U-C-K! Nochmal.
komm schnell hier rausgerannt. Das Viech kann ruhig da drin bleiben. WTF?